Schnell, Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren, denn heute geht es um Listen. Deswegen lege ich gleich mal los, mache mir eine Kopie von den Loops und benenne sie um in Listen. So, den ganzen Quatsch lösche ich jetzt erstmal raus, ändere die Überschrift in Listen und wir stellen uns natürlich erstmal die Frage, was sind Listen? Stellt euch vor, ihr geht einkaufen und schreibt euch vorher eine Einkaufsliste. Darauf stehen zum Beispiel Äpfel, Milch, Cola und Mentos. Ähnlich kann man sich auch... Was für Chips? Meinetwegen, Chips auch. Perfekt. Danke für den Vorschlag. Ähnlich so kann man sich auch Listen in Lua vorstellen, weil Listen sind einfach Listen von Dingen. Und es können Listen von allen möglichen Dingen sein. Deswegen schreibe ich das immer auf. Listen sind eine Sammlung von Variablen in einer geordneten Reihenfolge. Das bedeutet, in unserer Einkaufsliste stehen natürlich an erster Stelle die Äpfel, an zweiter Stelle die Milch war es, glaube ich. Und diese Reihenfolge ist fest, weil wir haben es uns so aufgeschrieben. Und so ist das auch bei Listen. Diese Variablen können jeden möglichen Variablen-Typ haben. Ich schreibe jetzt auch mal Sammlung von Elementen, weil man eher so Elemente zu den Items einer Liste sagt. Und schreibt dann Variablen eher so in Klammern. Denn jedes Element hat einen Index, also die Position in der Liste. Zum Beispiel Apfel ist an Position 1, Milch ist an Position 2. Und durch den Index kann man das Element der Liste an dieser Position, also an diesem Index, auslesen, ändern oder löschen. Theoretisch auch anlegen. Schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Wie schreibt man denn jetzt eine Liste? Weil ich habe ja mal gesagt, bei den Variablentypen, es gibt Variablentyp Table. Und jetzt rede ich die ganze Zeit von Listen. Und tatsächlich ist der Variablentyp Table der, den man braucht, um eine Liste zu schreiben. Ich schreibe das vielleicht auch noch einmal hier oben hin. Listen sind Variablen vom Typ Table. Und um einen Table zu schreiben, schreiben wir natürlich erstmal Local, um eine lokale Variable draus zu machen. Geben wir natürlich wieder einen Namen, zum Beispiel Liste in dem Fall. Oder schreiben wir mal meine Liste. Dann gefolgt von dem Ist gleich und gefolgt von einer geschwungenen Klammer, die bekommt ihr, wenn ihr Alt-GR drückt, das ist die Taste rechts neben der Leertaste auf der Tastatur, wo dann die 7 oben über den Buchstaben drückt. Für die geschwungene Klammer zu macht ihr das gleiche mit der 0. Und so schreibt ihr eine Liste, so schreibt ihr ein Table an sich. Und ein Table kann auch viel mehr sein als eine Liste, aber heute geht es nur um Listen oder auch genannt Arrays. Aber ich denke, mit dem Begriff Liste kommen wir eher zurecht als mit dem Begriff Array, weil Array ist uns zu englisch. Das verstehen wir nicht, ich kann kein Englisch, ich kann nur Deutsch und selbst das kann ich nicht. Um nun in unsere Einkaufsliste Sachen reinzuschreiben, müssen wir sie einfach reinschreiben. Zum Beispiel können wir an die erste Position jetzt schreiben, Äpfel. Dann schreiben wir ein Komma und können dann das zweite Element reinschreiben, und zwar Milch. Dann dahinter wieder ein Komma und dann das dritte Element. Heute mal Butter und als viertes Element natürlich noch mehr Butter. Was ihr für Variablen in diese Liste schreibt, ist vollkommen egal. Die Reihenfolge ist jedoch nicht unbedingt egal. Weil wenn wir eine Liste so schreiben wie diese hier, dann haben wir an Position 1, also mit dem Index 1, Äpfel. In Position 2 mit dem Index 2 Milch. In Position 3 mit dem Index 3 Butter. Und an Position 4 mit dem Index 4 auch wieder Butter. Das heißt, in der Liste oder in dem Table namens meine Liste haben wir nun 4 verschiedene Variablen gespeichert an den Positionen 1, 2, 3 und 4. Und diese Variablen können wir auslesen. Wir können theoretisch hier auch Zahlen reinschreiben. Dann haben wir eine gemischte Liste oder meinetwegen auch Instances. Wir können sogar schreiben, local Butter ist gleich Butter. Und können dann natürlich auch Variablen referenzieren in dieser Liste und dann einfach so schreiben, Butter. Wenn wir eine Liste ausprinten, dann hat Lua in der Regel ein Problem damit und gibt uns dann nur die Position der Liste im Speicher. Roblox Studio ist aber so nett, für uns doch den Inhalt der Liste auszuprinten, weil es einfach sehr viel angenehmer ist. Da können wir einmal sagen, danke Roblox Studio, das werden wir jetzt machen. Und zwar, indem ich wieder schreibe, loadstring game.serverscriptservice.listen. Source, dahinter Klammer auf Klammer zu. Wir ziehen uns den Output hier einfach mal hoch, machen ihn ein bisschen größer, drücken Enter und jetzt steht hier, geschwungene Klammer auf, Punkt, 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 geschwungene Klammer zu. Damit zeigt uns der Output, da ist eine Liste. Wenn wir hier oben auf die drei Punkte gehen und dann hier Show Memory Address for Expandable Tables auswählen, dann seht ihr hier Table 0x bla 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 bla. Das ist dann die Adresse im Speicher von dem Table. Und das ist, was Lua normalerweise printen würde. Aber Roblox Studio ist so nett, uns halt hier hinter nochmal den Expandable Table zu geben. Und Expandable bedeutet, dass man den ausklappen kann. Ich mache das hier wieder aus, weil das interessiert mich gar nicht, wo der ist. Klick hier auf den Pfeil. Und wir können die Liste öffnen. Wir sehen, an Position 1 ist Äpfel, an Position 2 ist Milch, an Position 3 ist ein String namens Butter und an Position 4 ist ein String namens Butter. Das bedeutet, die Variable, die den String
Butter enthält, die wurde dann hier auch direkt zu einem String Butter gemacht. Sollte euch inzwischen auch klar sein. Aber wofür braucht man das jetzt? Na, ganz simpel, einfach um seine Variablen ein bisschen mehr zu managen. Da man natürlich alle Variablen-Typen in so einer Liste drin haben kann, kann man auch Instances in so einer Liste drin haben. Und es gibt eine Funktion, die uns alle Instances in einer Instance zurückgibt. Zum Beispiel haben wir hier den Workspace und in dem Workspace eine Kamera, Terrain, bla 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 bei mir. Und wir können jetzt einfach mal sagen, local vs ist gleich game.getServiceWorkspace. Und in meine Liste kommt jetzt alles rein, was sich in diesem Workspace befindet. Dafür sagen wir jetzt vs Doppelpunkt get children und damit bekommen wir alle children, also Kamera, Terrain, Client, Server Model, bla bla bla, die sich im Workspace drin befinden. Wenn man hier rauf drückt, steht auch get children returned eine Liste, das erkennt man an der geschwungenen Klammer, welche Instances beinhält. Also eine nicht gemischte Liste, die einfach nur Instanzen enthält. Wenn wir jetzt dieses Script ausführen, dann kommt hier wieder eine Liste, wir können die Liste aufklappen und dann seht ihr, an Position 1 ist Terrain, an Position 2 ist Spawn Location, Baseplate, Client Server Model, Map, Flugticket, Gepäck und Camera. Es ist tatsächlich nicht die gleiche Position, Dankeschön, dass jetzt eine Auto-Recovery erstellt wurde, es ist tatsächlich nicht die gleiche Position, die wir hier im Workspace drin sehen, weil alle Children von einer Instanz sind ungeordnet. Die haben hier keine Ordnung und die können theoretisch angeordnet sein, wie man möchte. Wenn man dann aber getChildren callt, dann bekommt man die in irgendeiner Ordnung und zwar in der die Sachen halt als erstes gefunden wurden. Und in dem Fall war es Terrain als erstes, Spawn Location als zweites und so weiter. Das ist in einem Spiel jetzt nicht unbedingt so nützlich. Was in einem Spiel dann aber auch nützlich sein könnte, wäre zum Beispiel, wenn man sich alle Spieler holen möchte. Da ich jetzt nicht so viele Spieler zur Verfügung habe, werde ich euch das nicht zeigen, aber wir werden uns einfach mal was anderes bereiten. Und zwar mache ich mir hier im Workspace einen neuen Folder, den nenne ich jetzt einfach mal Spieler. Und in dem Folder Spieler sind dann verschiedene, ja, wir nehmen uns einfach mal so einen Client hier, packen ihn hier rein. Der erste Spieler heißt Client, der zweite Spieler heißt Clint, der dritte Spieler heißt Claude und der vierte Spieler heißt Klaus. Einfach nur, weil ich es kann. Die stehen hier rum. Und wenn man dann in seinem Spiel auf alle seine Spieler zugreifen möchte, kann man natürlich sagen, Workspace ist Workspace, local Spieler, Folder ist gleich WS Doppelpunkt FindFirstSchalt Spieler. Da wir in einem Server-Script sind, können wir eigentlich direkt schreiben WS.Spieler. Und dann können wir sagen, nicht meine Liste, sondern Spieler ist gleich Spielerfolder Doppelpunkt GetChildren. Das Ganze printen wir uns jetzt aus und dann haben wir eine Liste von Client, Clint, Claude und Klaus, auf die wir dann zugreifen können und mit den Sachen machen können. Aber wie greifen wir denn jetzt auf Elemente in der Liste zurück? Wir sehen ja, hier unten steht immer, in eckigen Klammern 1 ist gleich Client, in eckigen Klammern 2 ist gleich Clint. Und das hier ist tatsächlich auch eine Art und Weise, wie man eine Liste schreiben kann. Wenn wir jetzt noch einmal meine Liste schreiben, dann können wir natürlich sagen, Äpfel, Milch, Butter, Butter. Was im Hintergrund aber passiert ist, Lua merkt, okay, hier wurde kein Index festgelegt, also gehe ich mal davon aus, dass das eine Liste ist und der erste Index 1 ist. Und dann schreibt sich Lua in Gedanken hier praktisch genau das hier hin. 1 ist das, 2 ist das, 3 ist das und 4 ist das. Damit das Ganze lesbarer ist, kann man das natürlich in verschiedene Zeilen schreiben. So macht man das ja auch in der Regel lieber. Und da gebe ich euch jetzt mal einen kleinen Tipp mit, wenn ihr immer wieder das Gleiche machen müsst. Zum Beispiel hier möchte ich jetzt alle ist-gleichs einrücken, dass sie da vorne sind. Dann könnt ihr hier einmal hinklicken, dann Alt gedrückt halten auf der Tastatur, dann nochmal hier hinklicken und nochmal hier hinklicken. Und dann haben wir drei Cursor und können dann an allen drei Cursoren gleichzeitig bedienen. Ich kann hier auch an allen drei Cursoren das Gleiche schreiben. Ich kann mit allen drei Cursoren mich bewegen. Hier zurückgehen, einrücken, einfach nur um schneller zu arbeiten. Mit Alt gedrückt halten kann man mehrere Cursor hinzufügen oder auch wieder Cursor entfernen oder wenn ihr einfach ganz normal irgendwo hinklickt ohne Alt, kriegt ihr euren ganz normalen einzelnen Cursor wieder. Das hier ist genau das gleiche, wie wir es vorher hatten, nur dass wir jetzt den Index schon dazu geschrieben haben. Und da es mehr Arbeit ist, macht man das in der Regel auch nicht. Aber es gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir zum Beispiel auf Äpfel zurückgreifen können. Wir können jetzt nämlich nicht nur print meine Liste, sondern wir können auch print meine Liste, eckige Klammern auf, 1. Und wenn wir dann hinter einer Liste in eckigen Klammern zum Beispiel irgendeine Zahl schreiben, dann schaut Lua nach, gibt es denn in dieser Liste für diesen Index 1 ein Item, guckt dann in die meine Liste, schaut Index 1 existiert, ist Äpfel und printet dann Äpfel. Wir führen das Ganze einmal aus und sehen hier unten Äpfel. Wunderbar, das können wir auch machen mit 2, dann printet er uns Milch und mit 3 dann printet er uns Butter. Ich habe hier oben geschrieben, durch den Index kann man das Element der Liste auslesen, aber man kann es auch ändern und löschen. Das heißt, ich kann es natürlich auch überschreiben. Eine Liste, die man hier oben festlegt, ist nicht statisch. Man kann ein Table genauso wie jede andere Variable auch überschreiben. Natürlich könnte man jetzt einfach schreiben, meine Liste hat jetzt keine Butter mehr an der vierten Stelle. Das letzte Komma kann man übrigens weglassen, man kann es aber auch hinschreiben. Ich glaube, weglassen ist sinnvoller, ich bin mir aber gar nicht mal
mehr so sicher, ob das nicht der Compiler regelt. Und dann hat man die Liste überschrieben und dann können wir hier print meine Liste machen und haben dann eine Liste ohne die zweite Butter drin stehen. Aber das ist ja komplett sinnlos. Das kostet auch zu viel Rechenkapazitäten, wenn man eine neue Liste anlegt, in der alle Items drin sind. Nein, man kann einfach die Liste bearbeiten. Dafür muss man nicht die komplette Liste überschreiben, sondern man kann bestimmte Indexes der Liste überschreiben. Zum Beispiel sagen wir jetzt, meine Liste 3 ist nicht mehr Butter, sondern es ist ab jetzt Bitter. Und damit legen wir jetzt für den Index 3 von der Liste, meine Liste, den Inhalt Bitter fest. Wir printen nochmal meine Liste, sehen dann im Output Äpfel, Milch, Bitter und Butter. Es hat funktioniert. Wir haben diesen Index überschrieben. Man kann auch Sachen zu der Liste hinzufügen. Zum Beispiel kann ich sagen, meine Liste 5 ist gleich Better. Printen das raus und sehen dann hier Äpfel, Milch, Butter, Butter und Better. Funktioniert auch. Und genauso kann man auch Items entfernen aus der Liste. Zum Beispiel kann ich sagen, meine Liste 4 ist gleich Nil. Und indem man einen Wert in einer Liste auf Nil setzt, wird er praktisch entfernt. Wenn ich das Ganze rausprinte, dann haben wir jetzt nur noch die Liste Äpfel, Milch und Butter und die Butter an Position 4 fehlt. Was man mit so einer Liste nicht machen sollte, ihr könnt es machen, aber ihr solltet es auf jeden Fall vermeiden, ist es, Lücken zu lassen. Ihr solltet nicht sagen, an Stelle 40 kommt jetzt die zweite Butter. Es würde beim Printen hier funktionieren, aber es wird euch einige Funktionalität in eurem Code wegnehmen, die ihr vielleicht haben wollt. Man sollte immer darauf achten, dass die Indexes bei 1 anfangen und dann auch wirklich ohne Lücken weitergehen. Eine Lücke von einem ist in der Regel nicht so schlimm, eine Lücke von mehr als 1 ist schon ziemlich schlimm. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, meine Liste 3 ist gleich Nil und das Ganze ausprinten, dann haben wir 1, 2, 3 ist gleich Nil und 4 ist Butter. Und in dem Fall hat Roblox den Index 3 nicht entfernt, sondern auf Nil gesetzt und der Index 3 existiert noch. Und das kann zu Problemen führen. Ich habe jetzt mal was geschrieben, um es euch zu verdeutlichen. Wenn man einen Index von einer Liste auf Nil setzt, dann wird der Eintrag in der Liste in der Regel entfernt. Wenn wir jetzt aber irgendwelche, ich habe ja mal mehrere Indexes gemacht, das würde aber auch mit einem funktionieren, Index mitten in der Liste entfernen. Wir haben jetzt 7 Items in der Liste und 3, 4, 5 und 6 setze ich auf Nil, dann werden die Items nicht wirklich aus der Liste entfernt, sondern sie stehen dann tatsächlich auf Nil. Und das kann im Code später auch zu Problemen führen. Wenn ihr auf die Items der Listen zugreifen wollt, dann bei 3 seid, dann kommt da Nil und dann habt ihr vielleicht einen Error, weil ihr nicht mit Nil gerechnet habt. Ist auch blöd. Lücken in der Liste sollte man nicht lassen. Ist in der Regel keine gute Idee. Wenn ich jetzt das hier so mache, die Sachen sind schon Nil und dann lege ich es nochmal als Nil fest, dann fehlen die Items auch in der Liste. Wenn ich jetzt hier 1, 2 und 7 einfach nur festlege, später noch 3, 4, 5 und 6 festlege als Nil, dann werden sie gar nicht hinzugefügt, weil Nil ist Nil. Nil ist nicht da und dementsprechend wird da nichts verändert. Aber wenn ich sie entferne, indem ich Nil schreibe, werden sie nicht wirklich entfernt. Und das kann, abhängig davon, wie ihr die Liste nutzt, einen fundamentalen Unterschied machen. Die Gründe dafür braucht ihr am Anfang erstmal nicht zu verstehen. Ihr solltet euch einfach nur merken, dass ihr bei Listen auf jeden Fall keine Lücken lassen solltet. Ich setze die Liste jetzt wieder zurück auf diesen Inhalt. Und wir versuchen jetzt einmal das Wissen, das wir aus unserer letzten Folge kennen, und zwar über Loops, mit Listen anzuwenden. Falls ihr noch nicht wisst, was Loops sind, dann schaut euch natürlich das Video oben auf dem i an. Das ist Grundvoraussetzung für dieses Tutorial hier. Und man kann natürlich über die Items von so einer Liste drüber hinweg loopen. Dafür zeige ich euch jetzt noch eine Sache, und zwar, wir können nicht nur auslesen, was an welcher Stelle in einer Liste drin steht. Wir können auch herausfinden, wie groß so eine Liste ist, indem wir vor einer Liste ein Hashtag schreiben. Wenn wir jetzt print Hashtag meine Liste machen, dann gibt er uns die Anzahl der Items in der Liste zurück. Und das ist 7. Wir haben 7 Items in der Liste, der größte Index ist 7 und das können wir nutzen, um über die Liste hinweg zu loopen. Ich kopiere mal das hier mal raus und sage dann einfach mal for Index ist gleich 1, Hashtag meine Liste do. Und damit erschaffen wir einen Loop, welcher eine Variable namens Index, die bei 1 startet, hochzählt, bis wir die Anzahl der Items in meiner Liste erreicht haben. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, print an Position, Index, in meiner Liste steht Doppelpunkt und dann schreiben wir hier meine Liste in eckigen Klammern Index. Und so können wir zum Beispiel über alle Items in der Liste durchloopen. Wenn wir das Ganze jetzt einmal ausführen, hier ist kein Wait drin, weil wir eine begrenzte Liste haben, deswegen brauchen wir da nicht unbedingt einen Wait. Dann steht da an Position 1 in meiner Liste steht Äpfel, an Position 2 in meiner Liste steht Milch, Butter, Better, Bitter und Käse. Wir haben perfekt durch die Liste durchgeloopt. Aber weil das hier auch ein bisschen anstrengend ist, gibt es eine zweite Art,
von For Loops, die ich euch beim letzten Mal in der Loops-Folge gar nicht erklären wollte. Ich habe ja gesagt, ein For Loop führt das Scope abhängig von einem Counter aus. Der Counter in unserem Fall hieß Index und ging hoch, bis der Counter nun mal die Anzahl der Items in meiner Liste erreicht hat. Diesen For Loop können wir aber nochmal komplett umkrempeln, und zwar wie folgt. Wir können sagen For Index, und da legen wir gar nichts fest, sondern sagen einfach Komma, Element, in I pairs, meine Liste, do. Und so können wir durch meine Liste komplett durchloopen. IPairs ist eine Funktion, die uns Lua zur Verfügung stellt, um durch Listen, also um durch Arrays durchzuloopen. Das steht hier bestimmt auch. Returns an Iterator Function, also sie iteriert durch die Liste durch. Und es gibt zwei verschiedene Funktionen. Es gibt IPairs und es gibt Pairs. Der Unterschied zwischen IPairs und Pairs ist, Pairs ist unsortiert und IPairs ist sortiert in der richtigen Reihenfolge. Wofür ihr Pairs braucht, erkläre ich euch in der nächsten Folge, wenn es dann um Tables allgemein geht. Aber IPairs braucht ihr für Listen, für Arrays, für die Sachen, die halt hier schön geordnet sind mit Zahlen. Wenn ihr in IPairs do schreibt, könnt ihr davor zwei Variablen einfach festlegen, zwei Variablen Namen. Und der erste Variablen-Name ist dann der Index von der Liste. Und der zweite Variablename ist dann die Variable, die an diesem Index steht. In dem Fall habe ich es Element genannt, weil ich oben auch Element gesagt habe. Was man manchmal auch gerne sagt, ist zum Beispiel nicht Index und Element, sondern auch Key und Value, kann man auch sagen. Darauf gehen wir dann aber auch erst in der nächsten Folge ein. Wir bleiben bei den Begriffen Index und Element. Ich meine, den Namen könnt ihr euch ja aussuchen. Jetzt schreiben wir noch einmal Print an Position, Index, in meiner Liste steht Element. Und so müssen wir gar nicht erst in eckigen Klammern den Index dahinter schreiben, weil uns wird direkt das Element zurückgegeben. Wir führen den ganzen Spaß nochmal aus und wir sollten exakt dasselbe Ergebnis haben. Ja, an Position 1 in meiner Liste steht Äpfel, Milch, Butter, Butter, Better, Bitter, Käse. Und das ist die Art und Weise, wie man in der Regel über Listen rüberloopt. Mit einem For-Loop und einem Counter und so kann man es machen, habe ich euch ja gezeigt. Das hier ist aber viel angenehmer, weil ihr euch gar nicht um die maximale Anzahl in der Liste kümmern müsst. Jetzt gibt es natürlich das Problem, wenn wir diese Sachen hier einfach mal auskommentieren und wir dann 1, 2, 3 und 7 haben und dann nochmal den Spaß ausführen, dann steht hier an Position 1 in meiner Liste steht Äpfel, an Position 2 steht Milch, an Position 3 steht Butter, an Position 7 steht eigentlich Käse, aber er hat uns das nicht hingeschrieben. Und warum? Weil IPairs dachte, wir sind fertig. IPairs hat gesehen, okay, an Position 4 ist nichts mehr. Gucken wir mal, ob vielleicht was übersprungen wurde. Nee, an Position 5 ist auch nichts, dann sind wir fertig. Und das macht IPairs. Wenn wir jetzt mit Pairs arbeiten, dann bekommen wir das zurück. An Position 1, 2, 3 und 7. Das ist in der richtigen Reihenfolge, muss es bei Pairs aber nicht garantiert sein. Wird in den meisten Fällen zwar in der richtigen Reihenfolge sein, aber das sollte man im Hinterkopf behalten. IPairs ist immer in der richtigen Reihenfolge. Aber Pairs liefert uns die Liste vollständig. Das ist ein Pluspunkt für Pairs. Ist natürlich unperformanter, aber das ist eigentlich egal, weil wir reden da von Millisekunden, die es einen Unterschied macht. Wenn ihr nicht garantieren könnt, dass eure Liste ordentlich und in der richtigen Reihenfolge ist, dann nutzt im Zweifelsfall Pairs oder nutzt im Zweifelsfall gar nichts. Denn seit ein paar Monaten kann man einfach, inzwischen schon seit einem Jahr, glaube ich, IPairs und Pairs weglassen und einfach direkt über die Liste rüber iterieren. Und wenn wir das Ganze ausführen, funktioniert es genauso wie Pairs. Und seitdem das der Fall ist, braucht ihr euch eigentlich gar nicht mehr Gedanken darüber machen, was ist jetzt Pairs. Was ist jetzt IPairs, weil ihr könnt es einfach weglassen. Und in 99% der Fällen ist das auch der korrekte Weg. Es gibt vielleicht noch Ausnahmefälle, in der ein IPairs sicherer wäre oder vielleicht ein bisschen performanter wäre. Da kann man dann nochmal auf IPairs zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob es nochmal einen Grund dafür gäbe, auf Pairs zurückzugreifen, weil Pairs im Grunde das gleiche macht. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, weil das jetzt auch schon wieder ein Jahr her ist, dass das geändert wurde. Und seitdem habe ich IPairs und Pairs schon längst hinter mir gelassen. Dementsprechend werdet ihr es auch nicht mehr brauchen. Eine kleine Anmerkung möchte ich noch einmal da lassen, weil die besonders ist für Roblox. Und zwar, der Index startet immer mit 1. Wenn ihr vorher noch nichts mit Listen oder Arrays zu tun hattet, dann wird das für euch logisch sein. Natürlich startet es mit 1. 1, 2, 3, 4, 5, so zählt man. Aber tatsächlich ist es in den meisten Programmiersprachen so, dass der Index mit 0 startet. Aber weil das so ein bisschen kompliziert ist, so umzudenken, dass es mit 0 startet und Roblox ja anfängerfreundlich sein möchte, wurde sich auch für Lua entschieden, was ja auch anfängerfreundlich ist, wo der Index tatsächlich mit 1 startet. Deswegen schreibe ich mal hier hinten hin in Lua, weil das relativ special ist. Es gibt natürlich noch andere Programmiersprachen, in denen das auch so ist, aber in den meisten üblichen Programmiersprachen startet der Index immer mit 0.
Nun, ich habe vorhin ja gesagt, dass es wichtig ist, immer darauf zu achten, dass die Sachen in der richtigen Reihenfolge sind. Aber manchmal ist es so anstrengend. Wie willst du in deinem Code immer im Überblick haben, wie viele Items haben wir in der Liste drin? Wie willst du ein Item aus der Liste mittendrin entfernen und dann die Lücke wieder aufschließen? Dafür musst du ja einen Loop machen, eine Funktion dafür schreiben. Super anstrengend. Aber nein, das musst du gar nicht. Weil Roblox hat eigene Funktionen dafür, und zwar in der Table Library. Anstelle zu schreiben, 4 ist gleich 5 und 5 ist gleich 6 und 6 ist gleich 7 und 7 ist gleich 0, um die Lücke wieder aufzuschließen, könnt ihr einfach schreiben table.remove. Dann nehmen wir die Liste, meine Liste und dann die Position, also den Index, zum Beispiel 4. Und wenn wir jetzt einmal meine Liste printen, dann sehen wir hier unten ein Table mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items. Aber die zweite Butter wurde entfernt. Wir haben hier nur einmal Butter drin. Ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Wir entfernen einfach mal die Milch an Position 2, klären den Output, führen das aus und dann sehen wir Äpfel, Butter, Butter, Better, Bitter und Käse. Die Milch fehlt. Das ist die Möglichkeit, aus einer Liste einfach ein Item zu entfernen und trotzdem bleibt noch die Reihenfolge ordentlich intakt. Genauso könnt ihr auch Sachen zu einem Table hinzufügen, indem ihr einfach sagt Table Insert, meine Liste, und dann einfach, was ihr inserten wollt, zum Beispiel Bücher wollen wir einkaufen. Was ich hiermit sage, ist praktisch, füge mir zur Einkaufsliste, meine Liste, Bücher hinzu. Und dann werden die Bücher ganz unten hinzugefügt. Führen wir aus und sehen dann ganz unten, hinter Käse, Bücher. An der achten Stelle, weil eine achte Stelle hinzugefügt wurde. Es gibt noch ein paar andere Table-Funktionen, die ihr euch gerne angucken könnt, zum Beispiel Unpack, Concat, Pack, Find, Create, Sort, aber die sind, glaube ich, alle noch ein bisschen zu kompliziert, wenn ihr noch gar nicht das wahre Ausmaß von Tables kennt, weil bisher kennt ihr nur Listen. Und das ist auch gut so, weil versucht erstmal mit Listen klarzukommen und dann können wir auf weitere Schätze eingehen, die Roblox für uns so zur Verfügung stellt. Oben haben wir ja jetzt unsere Spieler bekommen. Wollen wir nicht mal irgendwas mit den Spielern machen? Ja, das wollen wir. Okay. Sagen wir mal, wir haben ein Spiel und wir wollen alle Spieler einfach mal in die Luft schießen. Das können wir machen. Ich schreibe hier einmal task.wait rein für 10 Sekunden, weil wir wollen uns das Ingame dann anschauen. Das werde ich nicht hier im Studio-Modus testen. Das würde nämlich nichts bringen, weil wenn wir hier sind, sind Physics ja nicht aktiviert und ich will sie ja physikalisch in die Luft schießen. Und jetzt sagen wir einfach mal for unterstrich, Komma, Spieler in Spieler do. Und ich habe das mit Absicht so verwirrend geschrieben, damit ich es euch einmal erklären kann. Unterstrich ist ein valider Variablenname und in der Regel schreibt man Unterstrich dann, wenn man nicht vorhat, die Variable zu benutzen. Weil warum sollte man eine Variable Unterstrich nennen? Es sei denn, man wird dazu gezwungen, eine Variable zu benennen, aber hat keinen Bock, sie zu benutzen, dann nehme ich immer Unterstrich und das machen auch viele andere so. Weil hier wäre ja der Index in der Liste, aber der Index ist mir egal, ich will ja nur den Spieler haben. Die Liste heißt schon Spieler, aber in einem Loop wird dir ein neues Scope eröffnet und für dieses Scope kann ich jetzt hier eine lokale Variable festlegen, das heißt in diesem Scope ist Spieler Spieler und außerhalb des Scopes, also nach dem End und vor dem End oder halt auch hinter diesem In, ist Spieler immer noch die Liste aller Spieler. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Also ihr solltet es, denke ich, verstanden haben mit dem Wissen, das ihr schon habt. Wenn nicht, dann solltet ihr euch vielleicht nochmal die Folgen über Scopes anschauen. Und natürlich auch nochmal die Folgen über Loops, weil ich habe ja auch in den Loops erklärt, dass man in einem For-Loop lokale Variablen erstellt, die nur für diesen For-Loop gelten. Und das hier sind lokale Variablen in diesem For-Loop. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, local prime ist gleich Spieler.primaryPart, weil wir haben hier in unserem Folder namens Spieler ganz viele Character drin. Das sind ja eigentlich Character von den Spielern. Im richtigen Roblox-Spiel habt ihr natürlich Character und diese Character sind Models. Jedes Model hat die Property Primary Part und bei einem gültigen Charakter ist das Primary Part auch gesetzt und zwar auf das Humanoid Root Part. Das ist einfach Roblox-Zeugs, das ihr mit der Zeit lernt. Das Humanoid Root Part ist so ein unsichtbares Part. Hier, ich kann es einmal rausziehen, ihr seht, es ist unsichtbar, das in so einem Charakter drin ist und uns die Position von dem Charakter gibt. Und auch für das Movement vom Charakter verantwortlich ist und für was nicht alles. Das ist dann einfach sozusagen die Wurzel von dem Charakter und alles andere ist einfach nur optischer Kram. Und auf dieses Humanoid Root Part können wir zugreifen, indem wir bei einem Charakter sagen, Character.PrimaryPart. Ich werde jetzt auch mal den Charakter umbenennen in Character, weil das dann näher dran ist an einem richtigen Roblox-Spiel, in dem man natürlich vom Spieler erstmal auf den Charakter geht und dann vom Charakter auf das Primary Part.
Und jetzt können wir einmal sagen, Primary Part, Doppelpunkt, und es gibt hier keine Autovervollständigung. Deswegen werde ich auch eine Kleinigkeit machen, die erst in der Zukunft behandelt wird, und zwar ich werde ein Type casten. Und zwar, indem ich schreibe, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Base Part. Und jetzt habe ich Autovervollständigung. Haha. Und kann dann sagen, Apply Impulse, und dann schreibe ich einen Vektor rein. Vector3.new 0,20,0. Vektorrechnung habe ich mit euch noch nicht besprochen. Ihr wisst theoretisch schon, dass man Vektoren verwenden kann für Positionen. Aber man kann Vektoren auch als Vektoren verwenden. Vektorrechnung lernt man in der Schule normalerweise erst sehr spät. Ich kann gerne noch eine extra Folge zu Vektorrechnung an sich machen. Aber was das macht, ist, es fügt einen Impuls, also eine Kraft, zu dem Primary Part vom Character hinzu, die 20 Stats nach oben geht. 0 Stats nach vorne oder links und 0 Stats nach links oder vorne, aber 20 Stats nach oben. Das heißt, dieses Part kriegt jetzt einfach einen Impuls, der einfach nach oben schiebt. Ich möchte, nachdem das passiert ist, eine Sekunde warten. Task.create eine Sekunde, damit wir das für jeden Character einzeln sehen können. Und danach möchte ich noch einmal Spieler printen, also print Spieler. Damit ihr einmal seht, dass diese lokale Variable hier nur für das Scope aktiv ist, werde ich die Variable jetzt auch wieder Spieler umbenennen, weil der Name ist ja egal bei Variablen. Und ich werde auch dieses Typecasting hier wegnehmen, weil das braucht man nicht. Das braucht ihr auch nicht schreiben. Darauf gehen wir in einer zukünftigen Folge ein und ich weiß noch nicht, wann wir das machen, weil das ist erstmal komplett unsinnig für euch. Wenn ich jetzt auf Play gehe, dann gehen wir ins Spiel rein, das Spiel wird geladen, jetzt fängt der Countdown von 10 Sekunden schon an. Wir laufen hier hin, hier sehen wir unsere Spieler und sobald die 10 Sekunden vorbei sind, sollte der erste Spieler gleich nach oben geflinkt werden. Warte, es sei denn natürlich... Die sind geankert! Nein! Ich habe sie geankert. Das muss man natürlich auch sein lassen. Geankerte Charakter können nicht geflinkt werden, weil die sind ja geankert. Also wähle ich alle aus, gehe einmal auf Anchor, gehe nochmal auf Anchor und dann sollten sie nicht mehr geankert sein. So, und dann probieren wir das Ganze nochmal aus. So, Versuch Nummer 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1 und es passiert immer noch nichts. Haben wir nicht genug Impuls applied? Versuchen wir mal einen stärkeren Impuls. Vielleicht ist 20 nicht genug, die sind vielleicht sehr schwer. Wir machen mal einen Impuls von 1000, das sollte man auf jeden Fall mitbekommen. Versuch Nummer 3 und das ist halt richtige Spielentwicklung, dass man ständig Sachen austestet, ob sie funktionieren. Und da, wupp, der erste, der zweite, der dritte und der vierte sind hochgeflinkt. Wir haben das erste Mal in Roblox Studio etwas bewegt. Yeah! Und das war möglich durch Loops und durch Listen und durch Vektorrechnung und durch Variablen und durch alles, was wir vorher gelernt haben. Das ist natürlich jetzt noch nicht viel, aber es ist schon mal etwas. Es sah so aus, als wären sie gesprungen und es ist krass, wie schwer die sind. Guck mal, ich brauche ziemlich lange, um sie wegzuschieben. Dass man wirklich Impuls von der Magnitude von 1000 verwenden muss, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt haben wir mal was mit den Listen angestellt. Wir haben was mit den Loops angestellt, was man dann auch im Spiel sehen kann. Und als Hausaufgabe möchte ich, dass ihr auch sowas macht. Ich möchte nicht zu viel vorweggeben, aber da sich ja gewünscht wurde, dass ich die Hausaufgaben etwas konkreter mache, sage ich, fügt zu eurem Workspace einen Folder hinzu, loopt durch diesen Folder im Workspace durch und in dem Folder könnt ihr Models haben, ihr könnt da aber auch Parts haben oder ihr könnt dann eine Instanz eurer Wahl haben und sollt dann mit jeder Instanz etwas machen, was dann im Spiel passiert nach einer gewissen Zeit. Und wenn ihr wild drauf seid, dann könnt ihr natürlich noch einen weiteren Loop davor machen, der diesen Folder erstellt und der die Instanzen in dem Folder auch erstellt. Das wäre auf jeden Fall mit dem, was ich euch gezeigt habe, möglich. Und es würde mich freuen, wenn das jemand von euch versucht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Listen habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Weiterführende Fragen zu Tables allgemein werden natürlich in der nächsten Folge erst erklärt. Ihr könnt euch natürlich, huch, jetzt erstmal das Video angucken, das euch hier eingeblendet wird. Vielleicht ist es schon die nächste Folge, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Bis dann und ciao!